Hallo Leute, herzlich willkommen zur dritten oder vierten? Ich glaube zur dritten Folge von Modern Combat 5. So, die letzten zwei Folgen waren ja jetzt arg. Und ich will so machen, dass ich jetzt immer Modern Combat, dann nächsten Tag arg und nächsten Tag dann ein anderes Projekt, was ich dann am Freitag hochlade. Und ja, also immer abwechselnd, so das nicht so, ne, immer in der Reihenfolge halt. Und ich habe seitdem wo die Season vorbei ist, habe ich nur zwei Spiele gespielt und ich würde sagen, ich spiele einfach das dritte Spiel mal und mal gucken, wo ich dann später eingerankt werde. So. Ich will nicht zu viel verraten für das Projekt, was ich dann Freitag hochladen werde. Und ja. Ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr Modern Combat 5 gespielt, seit 2 oder 3 Tagen nicht mehr. Deswegen muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, ich habe immer noch dieselbe Waffe und so. Neues Zielvisier. Ich weiß noch nicht in der Folge gesagt. Und jetzt sind hier halt sehr viele Leute drin, die noch sehr hohes Level haben, weil die wahrscheinlich auch nicht eingerankt sind. Weil bei nicht eingerankt kommen einfach alle Spieler in eine Runde, Alter. Ja. Wenn ich dann würde. Geht das hier? Dankeschön. Sehr nice. Bin zwar fast tot gewesen, aber ich habe ihn gekriegt. Alles gut. So, wo sind denn noch Gegner? Ah, da ist jemand. Ah, ne, ist jemand. Lol. Da hinten? Okay, das. Ja. Gut. Hab ich gesagt. Das. Oh nein, das ist Gegner. Hilfe. Übrigens habe ich jetzt. Oh, Digga. Komm her. Ja. Warte, ich nehme deine Waffe. Hallo? Hä? Die Waffe ist einfach weg. Eine Millisekunde kann ich gut aufheben, aber jetzt nicht mehr. Lol. Oh nein. Das wird nicht. Okay. Ja. Headshot. Okay. Der wollte weglaufen. Okay, ich bin in der Luft gesliden. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, wo sind denn noch Gegner? Hoffentlich keine starken. Lel. War da gerade nicht jemand? Oder bin ich gerade komplett blind? Ach, egal. Ich gucke einfach mal auf den Map, ob ich. Oh Gott, hinter mir zwei. Lel. Oder einer. Ich weiß aber, was die zwei auf dem Map. Ah, ist echt hier Lel. Wie ich es mir gedacht habe. Ah. Nice. Meine Waffe kann ich jetzt nicht aufheben. Keine Ahnung warum. Hohe Stufe oder was weiß ich. Da ist jemand. Nice. Ich habe auch schon gespielt, dass ich jetzt 35% schneller oder so nachlade. Aber es ist immer verdammt langsam. Es hat sich gefühlt nichts geändert. Oder 15% ist immer schneller. Glaube ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau die Zahl. Ich spreche nur nach. Oh Gott, alles klar. Oh, hi. Danke für den Killspiel. Oh Gott. Ich muss mich gut verstecken. Ich bin fast tot. Ich will jetzt nicht irgendwie mit einer Sniper oder so. Hallo. Easy Headshot. Lil. Oh Gott. Der ist so OP, ne? Der ist so stark, der hat 100 krasse Waffe. Ach, Headshot. Oh Gott, wie viele kommen denn noch hier hin? Bitte. Autsch. Okay. Mal, also, wer schießt gerade wie, also ich bin so verwirrt. Okay, das geht. Easy kill. Nice, abgestaubt. Aber hey, das machen die, meine Team jetzt auch immer, so. Oh nein, das war. Och, ich hab ihn schon gehabt. Das ist, man kann nicht zielen, was nicht so nice ist. Ich mag zielen sehr gerne.
Aber ja gut. Aber die Waffe ist schon echt zu. Ja, okay. Oh Gott. Genau. Ich bin schon so. Der hat immer noch 70%. Okay. Was hat das? Ah ja. Hilf! Oh. Was ist mit ihm? Ja, da wird mein Finger nicht geschwungen. Alter, was geschieht hier gerade? Würde mich mehr interessieren. Ist hier nur jemand? Kein Tag. Ja, nice. Er versteckt sich in seinem Mückchen und ich werde von links abgestochen. Okay, weil ich die Mücke mit Teile. Mütels, whatever. Whatever. Alter Junge, von der 10 Millionen Seiten liegt. Aber es steht 42 zu 35, was sehr schön ist. Ich werde davon richtig abgeschossen, aber komm. Alter. Komm. Schnell zu. Komm schon. Ja. Ja. Ja, weil ich mir einfach richtig gehört von der Rüstung, wie der ist. Ich bin ja gemessert und der war zu dumm, wie ich den Rücken hatte. Leute, hab ich gerade noch so gekriegt. Okay, 50 zu 39. Kann man mal machen. Ja, ich bin erster. Am meisten Kills. Warum ist das so verpixelt an manchen Stellen? Lel. Ich hab mit dem anderen zusammen die meisten Kills. Ja. Master Chief. Master Chief, ach ja. 5 Marken. Ich habe immer noch keine Ahnung, was man mit dem Markt macht. Ne? Okay, ich kenne schon mal. So. Ah ja. Ja, verzichten da. Genau, ich habe letztens was aufgenommen, wo ich Truhen geöffnet habe. Und das schneide ich jetzt mal kurz rein. Wir sehen uns gleich, wenn ich Truhen öffne. Aber ich habe jetzt 141 von den Teilen hier, diese Bugs oder wie die heißen. So, ist jetzt eine Rüstungstruhe, die ist die teuerste, die ich bis jetzt kaufen kann. Ich glaube, es gibt auch keine weiteren Truhen. Okay. Ja gut, 100 Diamantenstaub ist jetzt nicht so krass, wenn ich schon 18.000 hab. Ja gut. Mal gibt's irgendwas? Warte mal. Ne, heute schon mal nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir, was wir bekommen haben. So. Ja, ich habe ja nur einen Arm bekommen, stimmt. Lel. Hier. 3 und 5%, das hier hat 3 und 4%. Das ist sogar schlechter als meiner. Was? Warte mal. Hä? Jetzt auch. Irgendein krassen Effekt. Gefahrenarme. Sind ein Teil des Gefahrpanzerungssets. Okay. Ja, super. Diese 100 Bucks haben sich ja zu 100% gelohnt. Wow. Alter. Ist aber schlechter als mein Arm, den ich jetzt gerade nutze. Na moin. Ja. Jetzt habe ich noch 100 dieser Staub und so ein
keine Ahnung, wo ich ihn bekommen habe. Ja, hat sich voll gelohnt. Okay, ich würde aber sagen, ja, wir machen einfach noch eine Truhe auf, nämlich eine Kampftruhe. Was kann da so drin sein? Shotgun, Raketenwerfer, Laub. Ja gut, okay, also nur das beides. Okay. Mal gucken, was drin ist. Okay, doch nicht nur das beides. Okay, also noch, ja gut, okay, ja. 25 ist halt so übel wenig. Ach. Vor allem, ich weiß nicht mal, wofür man das ausgeben soll. Dafür wurde ich noch keinen einzigen Grund gesehen. Diese Teile hier. Na gut. Ja, das war die Truhe. Wir würden sagen, wir sehen uns in einer Runde gleich wieder. Mir kurz zugeguckt bei den Truhen öffnen. Das war übrigens bevor ich das hier und das andere schon aufgenommen habe, habe ich die Truhe geöffnet. Und ja. Nein, ich will nichts kaufen. Was ich gerade gucken wollte, hier. Hier schnell nachladen. 35% erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Wenn verbleibende Munition im Magazin unter 15% fällt. Oh. Achso, stimmt. War ja was. Aber im Generellen. Ah ne. Lel. Ach so. Achso, okay. Verstehe. Hier bin ich schneller mit der Waffe. Und das ist sehr gut, weil man es generell sehr, sehr langsam mit den Waffen hier. Bewegungstempo wird leicht erhöht, wenn du LMGs benutzt. Ja. Nein, halt schon. Das hier verstehe ich nicht ganz, aber wenn ich die Punkte habe, werde ich mal machen, weil ich das hier auch noch haben will. Dann habe ich hier schon alles. Der Spieler, die innerhalb von 15 Metern der Unterstützung sterben, erhalten die Option, am Todesort wiederbelebt zu werden. Geht nicht für dich selbst. Okay. Interessant. Das ist echt nicht schlecht. Ja gut. Jetzt wird das hier das letzte. 22 Meter bewegen sich schneller, geht nicht für dich selbst. Das ist dann ganz schön dumm, weil die rennen dann weg, dann rennen die vor. Es hat jetzt so lange gedauert, ich muss jetzt so viele Sachen löschen, dass ich wieder ein bisschen Speicherplatz habe. Videos und so zu löschen hat es schon mal nicht gemacht, auch nicht mal ein 1-Stunden-Video. Sehr logisch. Weil die Aufnahme ist halt abgebrochen, weil ich zu wenig Speicherplatz hatte. Jetzt habe ich ein paar Spiele gelöscht und so. Und jetzt geht's wieder. So, ich hoffe, das bricht jetzt nicht im Links ab. Dann mache ich jetzt auch kurz. Also ich habe jetzt sogar. Ich dachte, ich nehme auf, habe hier eine Runde aufgenommen, hat natürlich nicht aufgenommen. Ne? Schon zu mir. Ich will auch probieren. Und jetzt, ja. Gut. So, mal gucken. Okay, hoffentlich joint bald jemand. Wäre auf jeden Fall nice. Wäre so nice, wenn niemand joint, ehrlich gesagt. Gut, dann jetzt warten. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es hoffentlich gleich startet. Nicht ganz funktioniert. Also, jedenfalls sind einfach keine Spieler gejoint. Und deswegen spielen wir jetzt mal den Battle Royale Modus. Mal gucken, also ich habe den jetzt glaube ich einmal gespielt oder so. Also noch so definitiv sehr selten gespielt. Und ja. Hoffentlich finde ich eine Runde, weil letztens hatte ich auch mal wieder versucht, zwar nicht in der Aufnahme, ich hatte es auch mal wieder versucht, Battle Royale aufzunehmen, das ist einfach nicht genug Spieler gedrückt. Jetzt noch in der Lobby, also wir warten noch auf Spieler, deswegen kann man sich jetzt noch nicht töten.
Dann kann man sich so einen Spawnort aussuchen und dann kann man da looten. Und sonst ist es ein ganz normales Battle Royale Spiel. Mit einer Map, die PUBG echt gut ähnelt. Ja, Flughafen. Lol. Und fährt an manchen Stellen. Was ist das? Es gibt automatisch Sprinten? Lol. Okay. Das ist interessant. Genau, jetzt kann man hier einen Spawnpunkt aussuchen. Und ich nehme einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich spawnen soll. Ich mach hier. Na, am Flughafen einfach irgendwo, was weiß ich. Ich hoffe, das war keine, nicht die schlechte Entscheidung meines Lebens. Okay, schon mal eine Waffe auf jeden Fall. Ah, Panzerungsstufe 2, okay. Ich hätte schon mal ganz gute Waffen gefunden. Sachen meine ich. Hier ist eine bessere Waffe. Nice. Alter, ich bin von hinten. Ja, genau. Headshot Lay. Double Kill. Triple Kill oder was? Alter. Holy shit. Schnell rein. Puh. Alter. Das knapp. Munition kann ich mal mitnehmen. Ups. Man kann sogar mehrere Primärwaffen haben. Okay, ein paar Granaten. Ich glaube, das ist eine Blendgranate. Mal kurz. Irgendwie ins Inventar gehen oder so. Ich muss in die Zone rennen. Okay, warte. Ich weiß nicht, wie man ins Inventar geht und irgendwas ausrüsten. Okay, keine Ahnung. Also Stufe 2 und die ist noch nicht kaputt, sehr schön. Noch irgendwas? Okay. Oh nein, Hilfe! Junge, schieß doch nicht, wenn ich nicht drücke. Nein, jemand hat mich nicht gehört, halt klar. Hier hätte anders sein sollen. Oh Gott. Irgendwie kommen das ein bisschen wie Bots vor, wie ein PUBG. Aber egal, jedenfalls mobile. Ihr wisst schon mal spielen. Puh. Hier rein? Ja. Okay, warte, wie öffne ich jetzt das Inventar? Das würde mich echt mal interessieren. Jetzt die hier durch die austauschen. Perfekt. Genau. Ich bin jetzt auch voll, was sehr schön ist. Jetzt irgendwie ein Teufel oder so. Nicht wirklich. Also, hä? Kann man nicht mal. Nein, nicht binden.
Keine Ahnung, wie man die aufsetzt und so. Ach, hier anpassen, ne? Ja, wo anpassen. Okay, perfekt. Okay, nice. Autosprint, let's go. Wo sehen wir uns? Warte, ich kenne schon mal. Achso, aktiviert man links. Autosprint. Ja, scheint jetzt nicht. Was war das? Hilfe. Hä? Von wo? Hä? Ich krieg Schaden. Oh, hä? Oh, ich krieg einfach Schaden. What the fuck? Ich hab hier gar nichts mehr. Mal schnell rein. So kurz ein bisschen rein. Ist eigentlich voll geladen? Ja, ist sie. Vielleicht sind die uns. Scheinbar im Haus. Oh Gott, das war knapp. Schnell weg hier. Ist hier irgendwie raus. Hallo? Gibt's auch einen Ausgang oder? Oh Gott. Ich glaube, geblendet, lol. Gott, Hilfe. Wie viele? Noch 5 Leben. Ich noch 4 weitere wahrscheinlich. Ah ja, genau. Während des Laufens sniped, steht er und sniped er. Das ist auf jeden Fall zu 0% irgendwie auffällig. Als wäre das ein Hacker oder so. Nee, zu 0%. Nee, nee. Junge, wie wenig XP gibt das? Hatte 3 oder 4 Kills oder so. Und trotzdem nur 600 XP ist halt übel wenig. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Das war's für die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye bye.